Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge Station. Hier ist mit mir, dem Chrissy Schnizzy, und natürlich auf Europa, dem Eisbrocken rund um Jupiter. Also wenn wir eines Tages wirklich mal auf Europa leben wollen würden, was ich nicht glaube, denn das wird nicht gehen und es wird fürchterliche Kräfte hier geben, wie because of Jupiter, wegen seiner hohen Anziehungskraft, aber es wäre äußerst geil. Stellt euch vor, ihr sitzt hier tatsächlich in so einer Base und guckt da raus auf den riesengroßen Jupiter. Ihr könnt seine Stürme und seine ganzen verschiedenen Dinge einfach jeden Tag beobachten. Ich glaube, ich würde nur am Fenster sitzen den ganzen Tag und würde rausgucken. Ja, sehr schön. In der letzten Folge haben wir die Sensorlens probiert. Und ich habe tatsächlich mal im Forum nachgefragt, beziehungsweise im Discord. Es ist tatsächlich so, könnt ihr vergessen, funktioniert nicht. Denn, das Ding hier hat einen Bug. Ja, also wir können hier die Sensorlens nicht mehr benutzen, also solange bis sie gepatcht ist, also können wir das erstmal abessen hier, ne? So, ich habe jetzt hier mal das Loch zugemacht, weil ich jetzt einfach mal sage, ich muss jetzt mal außen rum gehen jetzt immer, weil ich möchte jetzt mal was experimentieren, und zwar möchte ich mal hier unten die Temperatur mir angucken. Was passiert hier, wenn hier keine Verbindung zum Rest der Base ist, und was schafft die Sonne hier an Temperaturen? Deswegen möchte ich das jetzt gerne mal so lassen. Als nächsten Schritt würde ich gerne den Hardsuit bauen. Einfach, weil wir es können und weil wir die geile Furnace da haben. Einfach, um sicherer zu gehen, dass wir bei Mining nicht sterben. Das sieht so geil aus hier, dass die Sicht... Das sieht aus, dass ich immer so gucke. Das ist so geil. Guck dir an. Entschuldigung, ich muss ein bisschen lachen, wenn ich das sehe. Ja, also wir sterben dann halt nicht, und dementsprechend würde ich schon gerne das ganze Ding mal bauen. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was wir brauchen. Wir brauchen Stahl, Stellite und Astroloy. Wir gehen einfach mal runter und wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Warte mal, das können wir hier lassen, das brauche ich nicht. Wir nehmen mal noch was mit. Also zum einen möchte ich halt nicht sterben. Immer wieder, weil ich irgendwo an den Reut klatsche. Das passiert bei dem Dings nämlich nicht. Bei dem... bei dem Hardsuit, da kann man ruhig mal irgendwo gegenditschen, ohne dass man gleich tot umfällt. Ja. Und zum anderen fliegen wir natürlich schneller, und das ist bei Mining wieder besser, ja. Und ja, das Mining seht ihr natürlich nicht, weil ich euch ja gesagt habe, ich nehme euch nicht mehr mit zum Mining, aber ich sehe es. Und dementsprechend nervt mich das total, wenn ich da so langsam bin. Und deswegen baue ich mir jetzt den Hardsuit. So. Cool, wa? Das ist ja, machen wir nächste Woche, machen wir Rakete oder was? Nein, so schnell ist er dann auch nicht. So, jetzt brauchen wir hier mal den Vorschlaghammer hier, hätte ich fast gesagt, aber... Ah, ich bin schon der voll der Einbrecher-Simulator hier, könnt ihr wissen. So, Batterien sind voll, wir brauchen auch neue Batterien, das werden wir auch noch bauen. Ich bin ja dafür, dass wir die jetzt erstmal dann im nächsten Schritt, ich würde sagen in der nächsten Folge, nachdem wir denn den Hardsuit haben, bauen wir mal die ganzen Geräte hier runter. Achso, Batterien alle. Bauen wir mal die ganzen Geräte um hier runter, dass wir hier unten dann arbeiten können, weil ich habe da keine Lust mehr drauf. Dieses ewige Rennen, das ist mir zu blöd. So, wir brauchen Stahl. Wir haben zwar oben Stahl geschmolzen, aber wir schmelzen jetzt nochmal Stahl. Wo ist hier... Wartet mal, machen wir hier mal ein 50er Stack draus. Hier haben wir ein 3er Stack, das heißt, den können wir noch auffüllen. Okay, was haben wir hier noch? Ein Lead. 50, 50, 50, 50. Oder ich habe nur ganze Stacks gemacht. Na egal, machen wir es so. Nickel packen wir hier rüber, aber vorher nehmen wir erstmal hier das Eisen noch rüber, dass das hier so schön in der Ecke ist. Das Silber können wir auch noch runternehmen, dann nehmen wir jetzt das Nickel hier noch rein und die Kohle, ne warte, wir machen das so, weil hier haben wir auch nochmal Silber. So, warte mal, haben wir jetzt hier irgendwo einen Stack, der kleiner ist als 50? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir noch einen 50er Stack, die Kohle schmeißen wir hier noch mit rein. Kobalt können wir hier oben noch reintun. Haben wir hier auch noch irgendwo? Hier haben wir noch einen angefangenen Kobalt-Stack. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Stellite und Astroloy. So, für Stellite brauchen wir... Ah, wie ich so durchklicke durch den... Das ist... Es nervt voll. Es nervt total. Das haben sie irgendwie... Das ist gebuggt. So, für Stellite brauchen wir 50... warte mal. Silber, Kobalt und Silikon. Wir machen mal 50 Kobalt. 50 Kobalt. Dann machen wir 50 Silber. 50 Silber. Warte mal, 50 Kobalt, 50 Silber.
Und wir brauchen dann die doppelte Anzahl Silikon, also 100 Silikon. Haben wir noch 100? Silikon sei schon. Silizium. Silenzium. Hammer. Ist das jetzt richtig? Ja, das ist die doppelte Anzahl. Ja, genau. Genau. Okay, Hammer. Dann haben wir Stellite. Die brauchen wir sowieso für andere Sachen auch noch. Und Estroloy. Estroloy, da brauchen wir. Oh, scheiße, Kupfer. Habe ich doch nicht. Doch, doch, habe ich. Okay. Okay, so, also brauchen wir, sagen wir mal, 50 Kupfer. Dann nehmen wir 50 Kobalt. Oh, Alter, Kobalt, ey. Und wir nehmen, ach, wir brauchen Stahl. Ach so, Stahl schmelzen wir, alles klar. Okay. Dann fangen wir mit Stahl an. Stellen wir mal auf Stahl. Brauchen wir zwar nicht auf Stahl stellen, weil Stahl geht eigentlich immer. Kann man eigentlich immer schmelzen, aber ja, gut, wir stellen es mal um. Wir haben diese Funktion, also stellen wir es auch um. Gold, Kupfer, Stahl. Also warten wir, bis der Ofen soweit ist, aber ist egal, brauchen wir nicht warten. Wir können jetzt einfach hier alles reinschmeißen. Und irgendwann hat man das halt raus, wie es geht. Kann man noch reinschubsen, mache ich auch immer so. Ja, und ihr seht, wie der Ofen fleißig nachregelt. Temperatur ist super stabil, Druck ist super stabil. Er hat jetzt 20 Megapascal und braucht es eigentlich auch nicht für Stahl, aber ja, machen wir so. So, der Ofen ist auch schon ordentlich heiß hier. So, das heißt, wir haben Stahl. So. Dann, das können wir damit noch nicht machen, Estroloy. Wir machen jetzt erstmal Stellite. Stellite braucht Silber. Silber, hier ist Silber. Silber. Kobalt. Kobalt. Und dann Silikon in zweifacher Ausfertigung. Das müsste eigentlich Stellite werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe hier nicht umgestellt auf Stellite. Ah. Stellite. So. Muss der Ofen erstmal dahin fahren. Und dann wird er das schon machen. Stellite. Hammer. So, jetzt brauchen wir, was haben wir gesagt? Wir brauchen Stellite und 20 Stahl. Okay, dann machen wir jetzt hier mal einmal auf 20 hier den Stacker. Drücken wir mal C. 20 Dingsbums. Hier Stahl rein. Einmal anschalten. Einmal ausschalten. Und der Rest kommt hier wieder mit raus. Genau. Super geil. So, das haben wir gemacht. So, das legen wir uns jetzt mal hier hin. Stellite, Stahl und. Ach, das brauchen wir für Estroloy. Stimmt. Für Estroloy haben wir ja gesagt, brauchen wir das Stahl. Okay. Estroloy, haben wir schon was drin? Nein. Okay, also wir brauchen. Ach, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ja, wir brauchen ja nicht 20. Was, hä, was habe ich denn jetzt hier gerade geguckt, ey? Nochmal, wir brauchen 20 Stahl für den Hardsuit. Ja, scheiße. Für Estroloy brauchen wir. Moment, wir haben gesagt 50 und 50. Das heißt, wir brauchen 100 Stahl. Ach, scheiße. Na gut, machen wir den noch, gehen wir nochmal ran an den Stacker. Stellen den nochmal auf 100. Packen hier den Stahl wieder rein. Und schmeißen den Rest auch wieder raus. So, okay, alles klar. Kriegen wir hin. Okay, dann schalten wir mal auf Astroloy um. Ne, nicht Waspaloy. Stellite, Engineer, Esteloy, Astroloy. So. War das jetzt Astroloy, was wir brauchten? Ja, es war Astroloy. Okay, also wir brauchen 100 Stahl. Ja, genau, schmeiß einfach dahin. Wir brauchen Kupfer und Kobalt. So. Gucken wir mal, was passiert. Ja gut, der schmilzt den jetzt nochmal ein. Warum, weiß ich nicht. Aber ist leider so. Astroloy. Ah, ist das geil. Wie es einfach funktioniert, ja. Es ist einfach.
Es ist einfach schön. Easy, Leute. Easy. So, jetzt haben wir den. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir für den Helm. Für den Helmet brauchen wir auch Stellite und Astroloy und Stahl. Und für das Jetpack brauchen wir... Waspeloy. Ach du Scheiße, was war ein Waspeloy nochmal? Hasteloy, Endkünnel, Stellite, Waspeloy. So, was war ein Waspeloy nochmal? Waspeloy... Okay, das sind dann 100 Blei, 50 Nickel und 50 Silber. Oh, hoffentlich platzt der Ofen jetzt nicht. Scheiße. Blei, 50 Silber, 50 Nickel. Scheiße, Alter. Oh, bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Oh, ja, komm, wir drehen runter. Oh. Oh. Scheiße. So, es ist immer wieder, ach, es ist erquickend. Warte mal. Atmos Analyzer. Oh ja, guck mal, jetzt holt er wieder Kühlgas. Ja, das braucht er nämlich. Der hat 34, der hat 27. Na, seht ihr, das ist alles gut. Wir haben noch genug H2. Also der Ofen frisst sehr viel O2, aber H2 frisst ja gar nicht so viel. Also von daher ist eigentlich ganz cool, das Ding. So. Jetzt müssen wir eigentlich alles haben, oder? Haben wir alles? Wir haben Jetpack geguckt, der braucht dieselben Dings. Den Hardsuit Backpack brauchen wir nicht, weil wir nehmen den Jetpack. Wir wollen ja auch mit rumfliegen. Oh, hat das gerade. Es hat gerade ein bisschen gekribbelt. Achso, hier kommen wir nicht mehr lang. Habe ich ja zugemacht. Es hat gerade ein bisschen gekribbelt, muss ich sagen. Also, ich hatte ein bisschen Bedenken gerade, ob das jetzt gut geht. Wir müssen hier mal Strom hinlegen, das machen wir dann auch. So, die Windmühlen sind ein bisschen geil. Stahl, Peng, Puff, Peng, Puff. So. Ach, hier Einbrechersimulator schon wieder. Habe ich auch die Aufnahme gedrückt? Oh, habe ich, geil, 13 Minuten. So, Hardsuit, lass jucken, wollen wir haben. Oh, der braucht ganz schön lange. Der braucht ganz schön lange, ey. Klingt so schön, oder? Fuck, 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 fuck. Sie will Strom erzeugen, die Herrschaften da oben. Ah, ich freue mich schon auf den Stirling-Generator. Das wird geil. Das wird richtig cool. Wobei, ja, so richtig weiß ich noch nicht. Der heizt ja auch den Raum auf. Also, mal gucken. Wie gesagt, kühlen können wir ja automatisiert. Das geht ja passiv sogar. Ja, also brauchen wir nicht mal irgendwie Elektronik dafür. So, den Hardsuit-Hammer, den könnten wir ja theoretisch, ich weiß nicht, ob wir den schon anziehen können. Wollen wir mal probieren? Ja, ja, Power Critical, verstehe ich. Ja, 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 ich weiß. So, jetzt. Okay, Batterie. Batterie. Pupsi, Papsi. Haben wir gewechselt. Hat funktioniert. So, wie sieht's aus hier oben? Ja, wir haben immer noch den Lungenschaden, aber ja gut, wen interessiert's? So, haben wir geschafft. Jetzt brauchen wir noch den Helm. Ah, ist das geil. Wir können das alles herstellen. Ich bin so begeistert. So, hier den hier. Den hier, das hier kann sich der Dings holen hier. Kann sich der Planet holen, ist mir egal. Ist mein Europa, hatten wir ja schon auf dem Mars. Da oben sieht das, wie ich die Löcher gebuddelt habe. Herrlich. War ja schon auf dem Mars so, ist mein Mars, kann ich machen, was ich will. Mache ich hier auch so.
So, können wir noch einen vierten Filter bauen? Wir sollten dann vielleicht auch mal überlegen, ob wir jetzt wirklich mal die großen Filter bauen. Damit es einfach ein bisschen länger hält. Und dann können wir jetzt endlich loslegen. Dann sind wir fit. Oder was? Okay. Er baut keinen zweiten. Nein, baut er nicht. Okay, Helm auf. Ups. Ja. Ja, okay. So, hier, Helmet. Schönes Wochenende. Hau rein. Mach's gut. So, jetzt brauchen wir noch den Backpack. Das Backpack. Und zwar nehmen wir nicht Hardsuit, sondern Hardsuit Jetpack. Backpack. Hardsuit Jetpack Backpack. Na, geht denn mein Tau, ey. Ach, schön. Ich freue mich. Also, ihr seht, wenn man die... Ich sag's immer wieder, wenn man die Elmo Furnace hat, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Dann ist es schon nur noch... Dann ist es eigentlich ein Creative Game. Weil Survival... Hast du keinen Stress mehr. Klar, jetzt, ja, wir müssen jetzt was zu essen herstellen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ja. So, Backpack haben wir. Den Backpack packen wir jetzt da rein. Ja, Jetpack Critical, habe ich verstanden. Wo hat er den jetzt hingepackt? In den Suit? Nein, in den Suit hat er es nicht hingepackt. Wo hat er denn jetzt den Suit hingepackt? Ach, hier ist er. Ja. So, Jetpack, Critical, jetzt nicht mehr. So, der ist ja jetzt eigentlich leer. Gucken wir mal. Ja, der ist leer. Und damit kann der auch fliegen. Auf Wiedersehen. So, ach, jetzt geht's mir noch viel besser. Oder was? Ha, sehr schön. So, jetzt haben wir hier unseren Mining-Belt, unseren großen. Jetzt haben wir unseren großen Toolbelt und wir haben unser Jetpack Backpack. Und da werden wir gleich mal hier den Thrust ein bisschen hochdrehen. Der kann nämlich 200 Meter pro Sekunde fliegen. Wollen wir das mal ausprobieren? Jawoll! Jawoll! So, was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt uns noch ein Smart Kanister. Wo stellen wir den her? Ah, Hydraulik Pipebender T2. Okay, dann müssen wir wohl oder übel das Ding hier wieder leer machen. So, was haben wir gesagt? Hydraulik Pipebender T2, ne? Haben wir gesagt. Okay, dann müssen wir erstmal den Pipebender auf T2 bringen. Das ist krass. Die Furnace macht's echt kaputt, das Spiel, ne? Könnte man so denken, weil man einfach alles schafft, ja, mit der Furnace. Man schafft einfach alles. Ist überhaupt kein Problem. So. Ja, so, da sind wir. Mit unserem geilen Backpack. So, Hydraulic Pipebender, das macht man, glaube ich, hier drin, ne? Wir gucken mal. Pipebender Mod, genau. So, was brauchen wir? Oh, Konstantan. Wo habe ich das Konstantan gesehen? Ja, haben wir. Können. Lass mich mal durch hier jetzt. Ja, jetzt sind wir natürlich da. Geil! Es funktioniert. Sehr schön. Oh, ich bin begeistert. Dann könnten wir ja vielleicht sogar Nuklearbatterien machen. Ja. Lass mich mal gucken. Astroloy. Wir haben Astroloy. Aspeloy, Stellite, Astroloy. Ja, wir können Nuklearbatterien machen. Wow. Yeah. Ich mache mir jetzt ein paar Nuklearbatterien. Wie viel kann ich machen? Oh, Alter, ich kann 4 Stück machen. Ah, ich weiß nicht, ich will noch ein bisschen Inkündel aufheben. Obwohl, brauchen wir nicht, wir können es schmelzen. Oh, geil, Alter. 49%. Ich bin bereit. Ihr auch? Oh, ist das schön. Ich freue mich. Oh, das heißt, wir haben eigentlich keinen Stress mehr jetzt. Also gut, ja, Energiekrise hier müssen wir noch hinkriegen. Batterien müssen wir noch bauen. Achso, Batterien. Ah, warte. Da war ja was. Lass uns mal nach einer Large gucken. Wir könnten Large Batterien bauen, aber nur eine. Nee, das ist Quatsch, das machen wir nicht. Wir gucken mal nach der normalen Batterie. Wir haben zu wenig Gold, wir müssen Gold schmelzen. Eigentlich müssten wir die ganzen Geräte jetzt hier erstmal abbauen und die dann mitnehmen, oder? Yeah, T2.
So, wollen wir mal gleich mal gucken, ob die Autolays, ob wir die auch bauen können. Komm, bauen wir die auch gleich. Wenn wir es können, machen wir es. Komm, hau raus. Dann sind die alle T2. Geil. Geil. Juhu. Und warum habe ich die jetzt auf die 2 gebaut eigentlich? Ach so, Smart Container. Ja, stimmt. Oh, Copper und Steel. Wegen Jetpack, wisst ihr? Ich wollte eine Jetpack-Flasche haben. Na gut, müssen wir denn nochmal gucken. Copper und Steel. Haben wir hier noch irgendwas drin in dem Schrank? Ah, haben wir alles rausgeholt. Dann können wir den ja eigentlich auch mal abbauen hier. Und können den mit nach unten nehmen. Nein. Oh, Handdrill has not enough energy. Ist klar. Okay, dann nehmen wir den nämlich gleich mit nach unten. Ja, den könnten wir ja auch gleich abbauen dann. Und unten wieder aufbauen. Dann braucht man nicht immer hier hochrennen. Aber ja, ist egal. Ach, Paolo, ich werd irre, ey. Oh, wenn wir denn die Stirling Engine haben, dann brauchen wir erstmal 20 Batterien, ey. Und dann müssen wir eine Steuerung bauen, die Stirlings an- und ausmacht, je nach Batteriestand. Ja, die müssen ja nicht die ganze Zeit laufen. So, alles klar, Hammer. So. Das nehmen wir in der Hand. Also, ich wollte das nur nochmal zeigen, ja. Also, wenn ihr euch das mal hier anguckt, ja. Man kann es gar nicht beschreiben, wie geil das hier macht ist. Ja. Also, ihr habt den Hebel, neue Knöpfe, neue Platten, Lüfter, Kabel, ein Karton, ja. Also, da haben sie sich echt Mühe gegeben, ja. Das ist schon ein bisschen geil. So, Autolay ist auch MK2. Yeah. Sehr schön. Jetzt können wir hier alle möglichen Scheiß machen, die wir vorher nicht konnten. Ja. Ah, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, jetzt ist die Frage, wenn wir die jetzt nach unten mitnehmen wollten, dann müssen wir unten erstmal eine Infrastruktur bauen. Wir brauchen erstmal Kabel. Achso, ich wollte ja nochmal wegen der Batterie gucken. Wir brauchen Kabel und so weiter. Ja komm, zwei können wir bauen. Dann bauen wir zwei. Lass jucken. Gold. Gold haben wir unten. Noch hier hoch. Okay. Geil. Zwei neue Batterien. So, dann brauchen wir noch dicke Kabel. Da müssten wir mal gucken. Ah, die haben wir wahrscheinlich. Jetzt haben wir wieder kein Kupfer mehr wahrscheinlich. Oder kein Gold. Wir haben wahrscheinlich kein Gold. Gucken wir mal. Ja, wir haben kein Gold. Klingelt das gerade? Ne, ich hätte gedacht, es klingelt. Oh, ich bin so glücklich, ey. Wir haben zwei Batterien. Wir haben... Oh, wir haben... Alles. Wir sind einfach Gott. Ich freue mich. Ich freue mich. Also, dann werden wir die jetzt erstmal so anschließen, dass wir sie wenigstens in den Laden kriegen. So. Neue Batterie, neues Glück. Rein, raus. So. Nee. So. Wenn wir die direkt zusammenschieben, können wir sie wieder nicht anschalten. Also. Supi. Anschalten. Und wir nehmen Kabel und wir nehmen den Kabelschneider. Aber ich glaube, mit den Batterien kommen wir nicht klar. Also es wird nicht reichen. Zukünftig. Da müssen wir uns noch was anderes überlegen. So. Sehr schön. Das war's. Mehr Kabel haben wir nicht. Aber dann werden die erstmal geladen und das ist ja erstmal okay. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Energie raus. So, minus 31 Grad geht eigentlich. Ist nicht so schlimm für das Ding. So, und jetzt würde ich sagen, bauen wir mal die, wir bauen mal die Dings weg. Gut, ich habe jetzt festgestellt, hier außenrum ist mir immer zu blöd. Wir machen jetzt hier wieder auf. Oh, die können wir mal hier hinschmeißen. Okay, das Grating können wir ja hier auch irgendwo hinschmeißen. So, fangen wir mit der Autolays an. Obwohl, wir wollten erstmal Infrastruktur bauen. Infrastrukturbau heißt, wir brauchen Gold und Kupfer in großen Mengen.
Das können wir ja schmelzen. Wir haben ja noch. Gut, jetzt müssen wir, wenn wir quer durch die Basis laufen, wird sich natürlich alles ergeben nachher, wenn wir Fußböden haben, dann brauchen wir nicht mehr über die Tür hüpfen und so weiter und so fort. Und ich sag mal, Gold haben wir ja hier genug gerade. Gold, aber Kupfer haben wir nicht so viel. Muss ich da nochmal los Kupfer suchen. Okay. So, und unsere Basis schick machen müssen wir noch und alles und ach ja. Also wie gesagt, wir werden jetzt hier mal einfach das aktuelle Dings benutzen, das aktuelle Setting. Das ist ja egal. Es kommt halt nur nicht raus, weil es halt kein Endkernel ist. Wäre es Gold, würdet ihr um Gold auswählen, schiebt sie das automatisch raus. So erwartet sie halt, dass eventuell ein Dings draus wird, ein Alloy. 150 Gold. Einmal bitte auswerfen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So. Das gleiche Spiel mit dem Kupfer. Wie gesagt, es geht halt natürlich wahnsinnig schnell, ja. Bei so einer Furnace. Also man hat halt keinen Stress hier. Dass man jetzt hier 20 Minuten warten muss, wie bei dem Elektroteil da, ne? Das heißt, so macht das Schmelzen Spaß. So, 26 Minuten. Wir sind oberhalb wir sind innerhalb des Zeitrahmens dieser Folge, um nicht zu sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, dass wir ein paar Kabel bauen und dass wir dann mal zusehen, dass wir hier entsprechend dann die Dinge noch bauen, hier die Geräte und so weiter, um hier unten dann zu bauen. Ich werde einen Stacker vorsehen bei einigen Geräten, aber nicht bei allen. Und ja, gerade so Kabel und so, da ist immer ganz nice, wenn man einen Stacker hätte. Wisst ihr ja selber, habt ihr ja auch immer wieder angemahnt bei mir. Kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Na? Gut, ich lasse das Ding jetzt erstmal Kabel basteln. Bevor ich hier ins Loch falle, wollte ich mich eigentlich noch verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Und danke, dass ihr mir so treu bleibt und so fleißig abonniert. Nicht vergessen, Kommentare schreiben, abonnieren und allen davon erzählen, dass man hier auf jeden Fall Spaß haben kann. Vielen Dank. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, euer Chris.